Weiterhin haben wir erfahren, dass diese Festung sich im Limbus bewegt, beziehungsweise aus diesem Limbus austritt, kurz bevor, ja, bevor sie in Gang gesetzt wird, bevor sie ihr Magnum Opus auslöst. Diese Bewegungsmagie funktioniert anscheinend über sieben Mindorium-Stelen, die auf der Oberfläche meines Wissens befestigt waren. Und nun ja, diese Bewegungsmagie ermöglichen. Das wäre ein weiterer Ansatzpunkt. Wie genau funktioniert diese Limbus-Magie? Ist es wie ein Portal, durch das ich hindurchschreite? Ich vermute, sie bewegt sich im Limbus und wird dann setzt ein großes Tor in den Limbus, tut sich auf und diese Festung schwebt heraus. Wäre es möglich, nun dieses Portal zu vernichten, während es gerade austritt, unsere gesamten Energien darauf zu konzentrieren, dass die Festung entzwei gebrochen wird? Ja, also so wie ich das verstanden habe, gibt es ja diese sieben Mindorium-Säulen, Ätherkrallen genannt. Und ein jedes von denen ist der Ankerpunkt für einen sogenannten Planastrale-Zauber, der eben ein Loch quasi in den Limbus, also in die Schleier zwischen den Sphären reißt. Und wenn einer dieser Und Anker während des Austritts vernichtet wird? dann wird dieser Sphärenriss kleiner. Genau, aber Und wie es viele klang müssen nicht so. vernichtet werden, um die Festung hinunterzubringen? Es klang jedenfalls nicht so, als ob das komplette Ritual nicht mehr funktionieren würde, nur wenn man eine davon zerstört. Das kann über eine Kettenreaktion auslösen. Das klingt, als hätten wir mehrere Optionen. Wir könnten versuchen, auf diese Mindorium-An-Dinger da zu stürzen, um das Ding irgendwie, wenn wir davon wahrscheinlich genug zerstören, eine auf der einen Seite und zwei auf der gegenüberliegenden Seite, dass wir dann das Ding zum Absturz kriegen oder dass wir vielleicht dieses Ritual stören. Oder? Oder dass wir sozusagen vielleicht noch die dritte haben, dass wir Leonardo befreien. Genau. Oder das Herz dieses Konstrukt zerstören mittels Bandstaub oder zumindest etwas behindern. Das alles wäre natürlich hinfällig, wenn wir einfach Galotta töten. Natürlich, doch. Wir sollten uns alle Möglichkeiten offen halten. Ob ein weiterer Bandstrahl in dieselbe Lücke hinein noch mehr Schaden anrichten kann? Vielleicht kann man einen Bannstrahl auf eine besonders empfindliche Stelle lenken. Vielleicht eine dieser Säulen. Wir wurden ohnehin zum Gespräch mit den ganzen Spektabilitäten gebeten, um uns die Pläne noch einmal gemeinsam anzusehen. Wer ist in der Stadt des Lichts noch anwesend? Gibt es noch jemanden, der in der Lage wäre, Prayas Macht zu beschwören? Nun, der Bote des Lichts ist auf jeden Fall anwesend. Ich nehme an, wenn noch nicht geschehen, wird der Marschall der Sonnenlegion bald hier eintreffen. Falls er nicht in Verheim war, ich habe dort nichts gehört. Es könnte nützlich sein, ihm die Pläne zu zeigen, damit er weiß, was er angreift, wenn er es tut. Ich plante, nachher um meine Audienz zu ersuchen, bei wem auch immer ich kriegen kann. Und ihr wollt nämlich den Plan mit. Andererseits, wenn der Plan wirklich über Magie an Galottas Festung Ja, das gekoppelt wäre ist. keine gute Idee. Vielleicht könnte man ihn dazu bringen, dass er hinauskommt. Ihr klingt gerade so, als würden wir einen Hinterhalt planen. Nein, das wäre übertrieben. Hinauskommen. Können wir Galotta aus seiner Festung holen? Wie? Ich weiß nicht wie. Die Idee sprang mir nur gerade in den Sinn, als Karinor das sagte. Was will der Mann denn, außer uns alle töten? Vielleicht tritt Kaiserfamilie. da Alara wieder in den Vordergrund. Vielleicht will er Alara. Was will er denn von der? Ja, Stell dir vor, sie würde sich jetzt von der Garrett-Familie absagen, weil sie so beiden mal zusammen waren und würde irgendwie offenbaren, dass sie irgendwie jetzt hier sozusagen sich von Garrett abwendet, aber vielleicht gefangen gesetzt wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dort mitspielen würde. Das wäre mit ihr persönlich zu klären, nicht wahr? Wir sollten vielleicht einmal mit ihr sprechen. Außerdem, wo ist sie überhaupt? Ist sie nicht in Punin? Punin, müsst ihr euch wohl von Yasafa hinbringen lassen.
Können wir sie denn überhaupt riskieren? Sie ist doch einer der größten Einflüsse auf den zukünftigen Kaiser. Es wird keinen zukünftigen Kaiser geben, wenn wir Galotta nicht loswerden. Vielleicht wäre das genau das Argument, das wir ihr gegenüberbringen können, dass sie die Thronfolge Selindians sichern muss. Aber habt ihr nicht gesagt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, als das letztes Mal dieses Magnum Opus Ding da losgegangen ist, hat das die Festung fast zerstört? Ja, das ist korrekt. Wenn es nochmal ein Gareth aktiviert, fliegt ihm nicht die ganze Festung um die Ohren? Erst einmal vielleicht, vielleicht auch nicht. Warten Sie einmal. Gareth ist dann immer noch vernichtet. Das ist richtig, aber wir sollten dann zumindest diese Möglichkeit im Kopf behalten. Vielleicht können wir es ja früher auslösen. Über der Dämonenbrache. Richtig. Das würde nur, ich sage ungern nur, die halbe Stadt in Mitleidenschaft ziehen, schätze ich. Aber wenn wir es schnell auch, ja, es würde immer noch 1000, vermutlich 100.000 töten, aber... Wie war der Radius? 12 Meilen, richtig? Weit. Können die Magier denn die Stadt dagegen schützen? Der Radius eines Weltenbrandes? 5 Meilen. Also... quasi der gesamte Stadtkern von Gareth, aber wenn ich jetzt den Antimagiern vorhin, ich habe eine eigene kleine Sitzung bekommen, weil ich verspätet eintraf, genauso wie der Marschall Ludal von Wertling, wenn ich es richtig verstanden habe, war 12 Meilen der Radius für die Antimagie, ausgenommen zumindest dann die Brache. Nun, ich meine, wenn wir schnell in die Festung kommen und sie mit, sagen wir, mit Bandstaub lähmen können, wenn wir die richtige Ader treffen, hätten wir vielleicht genug Zeit, um die Auslösung über der Dämonenbrache herbeizuführen? Okay, woran erkennt man die richtige Ader? Ich weiß, Luktil hat mir damals mal ein paar Sachen gezeigt und dass man auch mit dem richtigen Druck gegen eine Ader sie dazu bringen kann, dass sie sozusagen sich verschmälert und dadurch andere dicker werden. Aber ich war zu kurze Zeit auf dieser Arche. Ja, hier wäre es einfach. Ich würde sagen, die zu den Beinen führt, aber... Und die Festung fliegt mittels Flugmagie. Das heißt, hängt mit diesen Mendirium-Säulen zusammen, nicht wahr? Magistra? Exakt. Müsste man noch einfach nur, und ich sage einfach nur, die finden, zu diesen Säulen führen. Kann man diese Säulen denn zerstören, oder gelten die als unzerstörbar? Mendirium ist reichlich weich, wenn ich mich nicht irre. Es sind magische Säulen. Solange kein, besonderer Zauber auf diese Säulen gesprochen wird, die sie unzerstörbar machen, dürften sie auch profanen Schaden nehmen. Ja, dann stellen sie so natürlich. Es ist eine dämonisch pervertierte Form von Mendorion. Aber ein Versuch ist es doch bestimmt wert, wenn wir zwei von den Säulen erstmal umschlagen könnten und die Festung wenigstens Schlagseite kriegt oder sowas. Und wir wissen nicht über die exakte Größe dieser Säulen Bescheid. Wenn sie einen Durchmesser von mehr als 2-3 Schritt haben, dürfte es schwierig sein, mit einem Hammer sie zu zerstören, nicht wahr? Aber wir könnten doch... Guck mal, wenn wir eine der Säulen angreifen und kaputt gehen, dann werden die anderen zwei Säulen auch auf der anderen Seite sozusagen das Gegenpendant und die wichtig dazu sind, glaube ich, schützen, oder? Vermutlich. Je nachdem, wie schnell sie das merken. So genau. Sobald aber was passiert, wenn sie es erst zu spät merken, weil wir die eine Säule mit Säure versuchen zu bewerfen, in der Hoffnung, dass das klappt, und zur anderen Säule hin bewegen und, naja, dann sind wir schon vor Ort und sie können uns nicht mehr davon abhalten, die nächste Säule abzureißen. Moment nochmal, wie nah sind diese Säulen aneinander? Ist das ein Raum, in dem sie stehen, sagen wir 100 Schritt entfernt, oder sind die auf verschiedenen Seiten der ganzen Festung? Wie sah das auf der Karte aus? Auf der Karte hast du nur gesehen, dass da Säulen standen, 7 Stück. Also nicht wie und wo. Aber dir wurde ja zumindest gesagt, dass sie in einem Septagramm bzw. Heptagramm angeordnet sind. Also auf der Außenseite, höchstwahrscheinlich. Wenn das eine meilengroße Festung ist, vom Radius halt meilengroß, könntet ihr euch den Durchmesser eines Kreises dann überlegen und dann müsstet ihr auf dem, entweder ihr lauft halt auf der Innenseite der Festung lang oder auf dem auf der Außenseite dieses Kreises, das wäre eine andere Möglichkeit. Wir müssten eventuell
beide Orte zeitgleich angreifen. Immer eine Aufspaltung. Das wäre eine gute Idee. Ich halte auch nicht, das wäre eine gute Idee, dass wir uns teilen. Aber es müssen ja nicht nur wir da hoch. Es können ja auch noch andere Leute mitkommen, oder nicht? Ja, wie viele Leute wollen wir denn verzaubern? Das können wir, glaube ich, nicht im... Weiß ich nicht. Wie viele Artefakte kann die Gilde uns denn besorgen? Nun ja, unsere Gruppe vielleicht. Vielleicht ein, zwei Leute mehr, aber dann dürfte es vorbei sein. Es kostet eine Unmenge an Kraft und Zeit. Können wir über diese Karte... Nein, können wir nicht. Scheiße. Können wir irgendwie den Geweihten... Sie sind doch noch Preios-Geweihte, richtig? Selbstverständlich. Können wir denen denn nicht irgendwie diese Position der Säulen anzeigen und die machen dann dieses Bandstrahl-Ding? Das hat doch gut funktioniert. Und wie ich gerade verstand, Magistra, ist die Position der Säulen aus der Karte nicht zu ersehen. Ja, also, aber wir sind dann ja auf der Festung. Müsste halt nur, dass wir ihnen mitteilen können, wo sie angreifen müssen. Können wir ihnen das nicht irgendwie magisch sagen oder sowas? Mit Lichtern. Mit einem Lichtzauber, Magistra? Das dürfte möglich sein. Und dann machen die diesen Bandstrahl und dann zerfetzt er diesen Turm und dann, weiß ich nicht, er könnte helfen. Möglicherweise sind diese Säulen auch mit dem bloßen Auge zu erkennen, wenn sie auf der Außenseite sind. Ich denke, wenn ihr sagtet, ja, die verstärken sich gegenseitig, ich denke, sobald einer erstmal fort ist, wird der Rest entsprechend leichter aufzurollen sein. Und naja, wenn es wirklich ein Heptagramm ist und wir wissen, wo eine Säule steht, dann müssten wir ja eigentlich die anderen erkennen können, zumindest die ungefähre Richtung. Hansven malt gerade verschiedenste Formen eines Heptagramms auf ein kleines Pergament und markiert dann eine davon rot. Ich überlege gerade, wir haben ja die Information, dass zumindest ein großes Loch müsste ja eine Festung sein. Vielleicht hat ja der Ordenshochmeister Raferian eine dieser Säulen getroffen. Nehmen wir einfach mal an, dass er beliebig jetzt diese markiert hat. Wenn wir jetzt also noch zwei weitere Säulen angreifen. Die beiden gegenüber, dann könnte die eine Beschädigte nicht mehr die Gewalt tragen. Das ist jetzt gerade die Überlegung, die ich habe. Nehmen wir einfach mal an, wir streichen diese hier und diese. Dann ist zwar auf der gegenüberliegenden die nächste, diese hier, wäre belastet und auch diese, aber die anderen beiden noch nicht. Wenn ich jetzt also einfach im Kreis herumlaufe, dann würden zumindest auf der gegenüberliegenden Seite, ich entferne einfach gerade mal diese beiden hier, dann haben wir zumindest, wenn wir diese drei Säulen markiert haben, ist jede der anderen Säulen irgendwie in einer irgendeiner Art und Weise belastet. Ich denke ja nicht, dass wir alle überlasten müssen. Ich denke, wenn wir zwei oder drei zerstören, wird das ganze Konstrukt in sich zusammenfallen. Ich denke, es wird eh schon überlastet sein mit diesem Magnus Opus-Ding da. Ja, genau. Also zwei Stück. Jetzt fragt sich natürlich nur, in welcher Reihenfolge wir gehen. Also die Idee von Kiaras waren ja jetzt ja diese beiden Säulen. Damit wären aber die anderen übrig gebliebenen, zumindest in dieser Anordnung, noch nicht unter... Ich meine... Also es gibt doch diesen komischen Magiervogel, da mit dem man Nachrichten verbreiten kann. Ist das nicht richtig? Den hat doch jemand dabei. Ihr meint den Nunziovole. Ja, richtig. Wenn wir dann auf der Festung sind, beschreiben wir unsere Position im Gegensatz zu außen, sagen wir mal, wenn wir bei dieser Säule stehen und wir sind die Fest, dann sind wir ungefähr da auf der Festung. Dann geben wir das weiter, welchen Turm die anvisieren sollen, dann rennen wir zum nächsten Festung und wir geben das so lange weiter, so viele Festungen, wie viele sollen wir erreichen. Und dann sollen die alle auf einmal mit einem Bandstrahl dagegen knallen. Das wird die Dinge auf einmal überlassen. Ausschalten und die Bandstrahler den zweiten. Und ich denke auch, wenn man diese Säulen an einer Seite zerstört, ist das wesentlich hilfreicher als gegenüberliegend. Stellt euch ein Schiff vor, wo man die Ladung verschiebt. Könnt ihr drei auf derselben Seite wegnehmen? Könnt ihr die Festung schlagen? Magie neigen. Ist mit Physik nicht unbedingt vergleichbar. Das mag sein, aber ich probiere hilfreiche Analogien zu finden. Und wäre die Position der Säulen nicht wichtig, wären sie wohl kaum an der Außenseite angeordnet, sondern irgendwann im zentralen Raum in der Mitte.
Das ist vermutlich richtig. Aber ja, die beiden benachbarten Punkte zu treffen jeweils klingt nach gar keiner schlechten Idee. Dadurch werden alle vier weiteren Punkte sehr stark ausgelastet, vor allem die beiden in der Mitte. Mhm. Vielleicht reicht es schon, um beim Auslösen des Magnum Opus die Festung zu vernichten. Nun zumindest wird es nicht mehr in der Form eingesetzt werden können, für die es ursprünglich gedacht war. Das macht mir doch beinahe Hoffnung. Oder wäre es vielleicht möglich, diese Eckpunkte auszutauschen? Wie meint ihr? Nun ja, sie erfüllen ja sicherlich einen Zweck, diese sieben Säulen. Was ist, wenn wir eine davon mit, einer Alternativsäule umtauschen, die einen komplett gegenteiligen Effekt hat und damit eine Rückkopplung erzeugt? Ich denke, eine solche Säule zu vernichten wird schon schwierig genug, eine weitere mit uns zu führen, die wir dann dort einsetzen. Vor allem da wir, ich nehme einfach mal an, Magister, weder die Expertise noch das Material haben, um etwas solches herzustellen. Exakt dies. Wir wissen noch nicht einmal, wie sie genau funktionieren. Um einen gegenteiligen Effekt zu erzielen, müssen wir diese Säulen sehr, sehr genau analysieren. Dafür bleibt uns keine Zeit. Hätte man machen können, wenn diese Säulen früher, also noch bevor Abflug aus Yolgomak, entdeckt worden wäre. Aber jetzt auf die Schnelle macht das keinen Sinn. Wir hatten damals sogar einen Analysten dabei. Hätten wir das wohl gewusst. Um noch einen Tropfen Bitternis in diese Unterhaltung einzustreuen, hatten wir nicht noch einen wichtigen Mitspieler vergessen, den schwarzen Drachen. Sobald wir erstmal in der Festung sind, wird der Drache uns wohl kaum noch etwas anhaben können. Der Drache bleibt trotzdem bestehen. Selbst wenn wir diese Festung vernichten. Der Drache wurde allerdings eines großen Teils seines Heeres beraubt. Ich glaube nicht, dass er Alt-Gareth nehmen kann. Aber deswegen würde er doch auf dem Friedhof landen, dachte ich. Er würde auf dem Friedhof landen, dem größten Friedhof Aventuriens, und seine Armee wieder erheben. Exakt das. Und sobald er das tut, knöpfen wir uns ihn vor. Aber vorher muss die Festung weg. Ich wollte aber das tun. Ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich tun würde. Vielleicht würde er eher nach Qualität statt Quantität gehen und versuchen, in der Stadt des Lichts dort die ehemalige Kaiserfamilie erstehen zu lassen. Wir können nicht davon ausgehen, dass der schwarze Drache höflich genug ist, um abzuwarten, bis wir mit der Festung fertig sind. Aber vielleicht haben wir noch eine Chance. Jana, ihr habt doch beim letzten Mal irgendwie festgestellt, dass ihr wieder einen guten Draht zu APEP habt. Ich würde es nicht als guten Draht bezeichnen. Ach, ich bezeichne es schon als guten Draht, weil ihr alleine mit ihm sprechen könnt. Das ist also ein super Draht. Vielleicht wollt ihr ihm die ganze Sache, alles was passiert ist, erklären. Wollt ihm erklären, warum wir vielleicht seine Hilfe brauchen. Und nein, nicht als Fluggerät, sondern eben um Rassasor aufzuhalten, dass wir die Kugel brauchen vor allen Dingen. Der hat auch diese Dragentodkugel, die wir extra damals aus den Händen von, aus den Krallen von, wie hieß der nochmal? Raspiris. Vorbruch? Vorbruch. Raspiris vor Vorbruch sozusagen geschützt haben, dass er sie nicht in die Krallen bekommt. Drakondas war das, die Kugel. Ja. Gab es nicht aber noch, waren es nicht zwei Objekte, gab es nicht noch eine Axt? Ja, das ist richtig. Sie wurde im Zusammenhang erwähnt, aber sie wurde uns nicht gezeigt. Jedenfalls, so wie ich es verstande, braucht man wohl beide dann. Aber er hat sie dann auch beide. Wir wissen nicht, wie Drakondas funktioniert. Ja, aber vielleicht ist das der richtige Augenblick. Mit deiner Verbindung, eurer Verbindung, die ihr habt, ja, Land zu dem Drachen, ihm all die Dinge zu erklären. Der Drache scheint ja jetzt hier genug Geduld zu haben, euch zuzuhören. Wenn auch nicht die Lust hat, uns hochzufliegen. Ich meine, das kriegen wir dann selber hin. Hoffen wir, dass er diese auch ein zweites Mal zeigt. Ich hoffe, ihr habt einen Kaiserdrachen nicht gebeten, dass ihr ihn reiten dürft. Ich verwendete nie das Wort reiten. Das ist gut. Ich glaube, es wäre sehr infam. Ich habe jetzt noch nicht so viel mit Kaiserdrachen zu tun gehabt, aber ja, zumindest von Schaf hier aus dem Horasreich hört man ja das ein oder andere. Mit diesem Ape habe ich zumindest keinen Kontakt.
Da wird wohl eine große Entschuldigungsrede gleichzeitig mitfällig sein. Überlegt euch da was Gutes. Mich mag meine Erinnerung trüben, aber wurde nicht Jala nicht in die Höhle hineingelassen? Er musste draußen bleiben, nicht wahr? Exakt. Stimmt, wie ein Hund. Umso mehr verwundert es mich doch, dass er überhaupt sich angemaßen hat, mit mir zu sprechen. Wie ein Hund. Jalan, was habt ihr denn mit dem Drachen gemacht? Ich weiß es nicht. Können wir vielleicht von dem Drachenstein-Gedöns abkommen? Warum? Das Ding hier ist doch auch umgangssprachlich Drachentod, oder nicht? Genau. Also vielleicht. Wenn Apep uns nicht helfen will, was ist denn mit diesem Schaf hier? Will der uns vielleicht helfen? Nun, ich denke nicht, dass Schafi sich für die Probleme Garats interessiert. Ja, aber Fragen kostet doch nichts, oder nicht? Ich meine, wenn er uns hilft, richtig super, Kaiserdrache auf unserer Seite. Wenn er uns nicht hilft, haben wir auch nichts verloren. Vielleicht sollten wir vielleicht die Drachen befragen, die wir kennen, oder nicht Drachen befragen, von denen wir nicht wissen, was ihre Motivation und ihre, Einsicht in unsere Nöte sind. Nun, wie viele Drachen gibt es denn, die wohlgesonnen zu Sterblichen sind? Zwei? Dann fragen wir beide! Das verdoppelt doch die Chance, dass uns einer von beiden hilft. Nun, vielleicht hat einer von beiden zumindest das Interesse daran, Razzasfeuer endlich loszuwerden. Oder hat sonst, keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwelche Drachenjunge, die er uns schicken kann. Keine Ahnung. Die wären auch schon hilfreich. Habt ihr schon einmal vor einem Drachen gestanden? Offensichtlich nicht. Dann würden die auch so nicht reden. Ja, man, aber was man geht nicht einfach zu einem Drachen hin und fragt ihn, ob er uns hilft. Deswegen aber wir werden alle sterben. Deswegen soll Jala doch auch sozusagen die große Bittekeule schwingen. Richtig. Wir werden sonst alle sterben. Was bringt es denn nicht, zu einem Drachen hinzugehen und vor ihm zu stehen und zu das fragen? Das ist richtig, aber ich würde nur mit Drachen sprechen, die ich schon einmal kennengelernt, aufgesucht habe und nicht einen wildfremden Menschen zu einem wildfremden Drachen zu schicken. Das scheint mir wenig erfolgreich. Wir wollen ja auch niemanden hinschicken. Wir wollen im Kreis tanzen und ihren Namen dreimal sagen. Das könnt ihr gern probieren, aber... Es hat schon einmal funktioniert. Weil wir vielleicht eine persönliche Verbindung mit diesem Kaiserdrachen hatten. Also was haben wir zu verlieren? Dann werden wir wohl, ich zitiere euch einfach mal, die große Bittekeule schwingen. Wollten wir vielleicht jemand anders diese Bitte vortragen lassen? Ich weiß nicht, warum er euch nicht mag, aber... Ich geantwortet, das ist ja wohl das höchste Zeichen, was man das so haben kann. Und das sieht man auch so einer ganz speziellen und besonderen Verbindung, die wir haben. Vielleicht könnt ihr ja ein bisschen vor ihm kriechen, das gefällt ihm bestimmt. Sicherlich. Wollt ihr wirklich Jarland volatiles Temperament vertrauen? Mit einem Drachen? Ich bitte euch. Also wenn noch ein zweiter Kaiserdrache kommt, um uns umzubringen, ich glaube, dann ist es auch egal. Nun gut. Außerdem, vielleicht bringen sie sich ja gegenseitig um und dann hat sich das Problem auch gelöst. Obwohl, vielleicht könnt ihr ihn reizen, dass er hier hinkommt. Sind die nicht verfeindet? Ich meine, also, wenn ich bitte nicht hilft und er kommt hier hin und will euch umbringen und er findet dann Razzasur und bringt erstmal Razzasur um oder Razzasur ihn. Ich würde nicht unbedingt den Bienenstock noch anstochern. Ich werde mich nicht an einem im Kaiserdrachen jedenfalls zum Todfeind machen. Ihr solltet exakt die Worte bedenken, mit denen ihr ihn anspricht, wie ihr ihn nennt, was ihr von ihm wollt. Höflichkeit und Respekt und ein wenig Kriecherei kann nicht schaden. Also genau das Gegenteil von dem, was ihr seid. Einfach sehr viel kriechen, Jarland, sehr viel kriechen. Seht ihr, der Zwerg hätte euch jetzt eine halbstündige Predigt gehalten darüber, dass man vor, wie hat das immer genannt, Echsengezücht nicht kriegt. Nun ja, er ist nicht hier. Er hätte uns aber auch gesagt, dass wir lachen sollen, wenn der Zwergenkönig einen Witz erzählt. Der ist aber auch lustig. Ist er. Das solltet ihr vielleicht nicht den Drachen erzählen. Naja, es lockt ihn vielleicht hier hin. Ich glaube, ähnlich wie bei einer Herbeirufung sollte man die Worte, die man zu einem Drachen sagt, abwägen. Gerade wenn man die Macht der Namen benutzt und seinen Namen dreimal spricht.
Und wir benötigen auch Aufklärung, wie diese Kugel funktioniert. Es reicht nicht, diese Kugel nur zu besitzen. Der Drache genau. Wird ja wissen, wie es funktioniert oder nicht. Abelmir, da fällt mir wieder ein, ne, und so, ihr müsst mich unbedingt nochmal, wie hieß der gute Mann nochmal, Poldera vorstellen. Das kann ich gern tun. Ich würde auch gern die ganze Gruppe einladen, um seine Worte der Gruppe zu offenbaren, ohne dass mein Mund sozusagen dazwischen steht. Vielleicht habt ihr die richtigen Fragen zu der Person von Galotta. Oder Fragen, die ich noch nicht gestellt habe. Also ihr könnt uns auf jeden Fall diese komischen Artefakte besorgen, Abelmir, bei euren Freunden. Das wäre im gleichen Atemzug tätig. Sehr gut. Und wenn die noch diese... Was mir gerade einfällt, was war eigentlich in der Kiste? Habt ihr sie aufbekommen? Haare von Galotta. Das war ziemlich, ziemlich weitsichtig von Dexter. Also der Mann plant lange voraus, das muss man ihm lassen. Ja, nur wie bekommen wir das Mittel in Galotta rein? Das ist eine Antwort, eine Frage, deren Antwort sich uns bislang entzogen hat. Ich meine, was war der Plan? Ist Alara Polygon auf die Lippen zu träufeln und hoffen, dass sie es schon anbringt? Ja, wenn sie sind wir uns ganz sicher, dass Alara nicht auch das erste der beiden Komponenten in sich hat? Also, dass sie es mit zwei Heptarchen aufnehmt, wie dem Schwarzen Drachen und dem Dämonenkaiser, ist schon beeindruckend. Aber wenn ihr jetzt auch noch Alara bitten wollt, hui, also für so mutig hätte ich euch nicht gehalten. Ja, ich glaube wirklich, sie ist furchteinflößender als die beiden anderen. Ich meine, wir haben Palygan gegenübergestanden, er war auch eine Witzfigur. Hier kommt wohl der dritte Drache ins Spiel. Apep, Schafir und Alara. Lasst sie das nicht hören. Sagt aber nicht ihren Namen dreimal. Ihr sollt auf keinen Fall Alaras Namen dreimal sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir Alaras Namen dreimal sagen könnte. Egal. Wir müssen doch gar nicht unbedingt Galotta selber töten. Wir müssen doch eigentlich erstmal die Festung zum Absturz bringen. Ihn dabei zu töten wäre schön, aber das ist doch nicht das Ziel. Das Ziel ist doch nur, dass die Festung fällt. Galotta zu töten wäre der offensichtlichste Punkt, um die Festung zu Fall zu bringen. Was man aber noch mit diesen Haaren machen könnte, ist, gibt doch so einen Verwandlungskantus, mit dem man aussieht wie eine andere Person. Ihr wollt euch als Galotta tarnen? Es gibt keine bessere Tarnung als innerhalb, wenn wir erstmal in dieser Festung sind. Niemand würde uns in Frage stellen. Und wenn der erste Herrscher an euch vorbeiläuft? Na, das wäre natürlich ein Problem. Gut, ich würde es schon hinterfragen, wenn auf einmal 6 Galottas an mir vorbeilaufen würden. Das reicht doch einer. Also einer von euch, uns, als Galotta und die anderen stehen unter seinem, ich weiß nicht, Imperavi und er führt dann die anderen als Gefangene irgendwo hin. Klar, wenn der erste Dämon auftaucht, ist das hin, aber wenn wir damit, ich weiß nicht, Tausenden von Söldnern aus dem Weg, das ist absolut genial. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir uns einer solchen Tarnung bedienen. Es gibt außerdem einen Kantus, um uns vor Dämonenaugen zu tarnen. Den Kantus Schleier der Unwissenheit. Boah, es ist sehr viel Magie für meinen Geschmack, aber es ist so dreist, es könnte beinahe funktionieren.